Servus Leute, ich freue mich riesig, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben heute die Süßkartoffel zum Thema und zwar gibt es gleich 4 Rezepte, wie ihr euch die zubereiten könnt. In der Diät ist es wirklich eine gute Abwechslung zu der normalen Kartoffel. Auch wenn ich immer gedacht habe, ich mag Süßkartoffeln nicht so wirklich, stimmt gar nicht, ich mag sie nämlich doch. Und jetzt rede ich gar nicht weiter rum, ich zeige euch einfach meine besten 4 Rezepte dafür und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Wir legen direkt los und machen Kumpir. Das ist eine gefüllte Kartoffel aus dem Ofen, beziehungsweise in unserem Fall eben eine gefüllte Süßkartoffel. Die stechen wir dafür mit der Gabel erstmal mehrmals ein und reiben sie dann mit ein bisschen Öl ein. Die ganze Kartoffel kommt dann in Alufolie, wird dann dick eingepackt und kommt für circa 40 bis 60 Minuten, das kommt immer auf die Größe von der Kartoffel an, bei 200 Grad in den Ofen. Wenn die Haut von der Kartoffel sich so ein bisschen ablöst, dann ist sie fertig. Ihr könnt auch mit Messer nochmal reinstechen und wenn es weich ist, dann ist sie auf jeden Fall durch. Wir schneiden die Süßkartoffel dann in der Mitte auf und lösen das Fleisch so mit der Gabel so ein bisschen ab und zermatschen das so ein bisschen und tun dann Leitkäse drüber. Leute, ich sag's euch, das wird so geil. Die Kartoffel, die ist ja so heiß und der Käse, der zerschmilzt dann so drüber. Ach, wirklich, da kriege ich direkt schon wieder Hunger. Als Toppings kann man wirklich nehmen, was man einfach gerade im Kühlschrank so da hat. Ich habe jetzt in dem Fall die einfach noch ein bisschen gesalzen, die Kartoffel, dann Kräuterquark drüber, Leitkräuterquark natürlich. Und hatte dann so ein paar Tomaten und Knoblauchchampignons und als obendrauf kam dann einfach noch ein bisschen Guacamole, weil Avocados habe ich eigentlich immer daheim. Und es war wirklich so ein gutes Essen, also das könnte ich wirklich direkt schon wieder essen, das war richtig, richtig gut. Ich könnte mir zum Beispiel auch noch vorstellen, dass man die gefüllte Ofenkartoffel sogar süß macht mit Banane, Erdnussbutter, vielleicht noch ein bisschen griechischen Joghurt, kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Was natürlich in keiner Rezeptesammlung fehlen darf, sind die Süßkartoffelpommes. Hierfür nimmt man einfach Süßkartoffel und schneidet die in so kleine Stifte, tut ein bisschen Öl dazu, damit die im Ofen nicht so austrocknen, vermengt das Ganze und legt die dann auf ein Blech. Wir tun das dann einfach bei 180 Grad ca. 20 Minuten in den Ofen und wir haben dann knusprige, leckere Süßkartoffelpommes. Am Ende muss man die nur noch mal kurz salzen und am allerbesten, finde ich, schmeckt dazu Guacamole. Jetzt kommt mein absolutes Lieblingsrezept und zwar ist es die Süßkartoffelbowl. Dafür nehmen wir einfach 150 Gramm gekochte Süßkartoffel und tun die mit der Gabel so ein bisschen zermatschen, geben dann dazu 30 Gramm veganes Proteinpulver. Das Vegane ist ganz wichtig, weil das macht nämlich die coole Konsistenz davon. Das wird dann so ein bisschen wie so Cookie Dough Masse. Das schmeckt wirklich richtig gut. Wir vermengen das, bis es dann halt so eine gleichmäßige Masse wird und geben das dann in unsere Schüssel. Und dann kann man sich bei den Toppings wirklich austoben, wie man will. Ich habe jetzt in meinem Fall einfach Banane genommen, Himbeeren und als kleines Goodie noch ein Klecks Erdnussbutter obendrauf. Das schmeckt dann, finde ich, immer ganz besonders gut. Aber man kann natürlich wirklich nehmen, was man will. Man könnte noch Heidelbeeren, Apfel, Apfelmus oder vielleicht noch ein bisschen Flavor Drops oder Kokosflocken. Je nachdem, was man will. Das schmeckt wirklich alles sehr gut. Unser letztes Rezept sind Süßkartoffeltoast. Ziemlich cool, wenn man mal nicht so viel Zeit hat, kann man die sich nämlich einfach im Toaster machen. Und zwar schneiden wir die Süßkartoffeln dafür einfach in 1 cm dicke Scheiben und lassen die dann circa zweimal toasten auf mittlerer Stufe. Stecht dann einfach mal mit der Gabel rein, wenn es weich ist, sind sie auf jeden Fall fertig. Und ich habe die mit dem Fall süß zubereitet, habe einfach ein bisschen Erdnussbutter genommen, Banane drauf, Feigen drauf, richtig gut. Man kann die genauso gut auch herzhaft machen, zum Beispiel mit Avocado, Lachs oder Tomaten. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und es ist eine super Alternative zum normalen Toastbrot. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Appetit. Ja Leute, das waren meine 4 Rezepte. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren mal schreibt, welches euer Favorit davon ist. Falls ihr irgendwas nachmachen wollt, könnt ihr auf jeden Fall auf meinem Blog frühlingszwiebel.com nochmal genau nachlesen, wie das funktioniert. Und da sind dann auch die Nährwertangaben von den einzelnen Rezepten zu finden. Jetzt bleibt mir nichts mehr weiter, als euch einen wunderbaren Tag zu wünschen und bis zum nächsten Mal.